Du heißt? Michael. Nee. Was? So ähnlich, auch Lukas. Lukas, bin 23 Jahre, Tennistrainer, Student. Ehrlich, Tennistrainer? Ja, genau, BWL-Student wie du früher. Du ja, wie ich früher, aber ich habe das ja zu Ende gemacht. Ja, ich weiß. Ich hoffe, du schaffst das auch zu Ende. Ja, ich hoffe auch. Du spielst Gitarre? Ja, also ich spiele, eigentlich spiele ich sogar besser Klavier als Gitarre, aber ich wollte mit Gitarre anfangen, wenn das geht. Aber Klavier ist zum Beispiel, guck mal, pass auf. Ja. Wenn du dich ans Klavier setzt und drei Töne da spielst, hast du ein Jahr von ihr. Von ihr? Ja, weil Frauen Klavier immer geil finden. Ja, wenn nichts ging bei mir mit der Frau, ja, habe ich mich ans Klavier gesetzt und die Sache läuft. Ja, ich habe All I Want mit Gitarre. Weiß ich nicht. Ja, mach. Fand ich ganz cool zum Anfang. Ich kann ja danach, habe ich Billy Joel, She's Always a Woman. Ja, Mensch, der spielt. Ja, aber ich gleich. Wir machen mal mit Klavier, ehrlich, die hast sofort ein Ja. Komm schon, Maschine. Ich mache sofort Klavier. Okay. Komm. Guck mal, allein diese Stimmerei, das ist also beim Klavier, setzt dich dran und spielst, weißt du? Stell mir, guck mal, jetzt würde die Frau jetzt da sitzen. Und dann siehst du erstmal, wie der Typ, der die Gitarre stimmt, ja? Da hat die schon keinen Bock mehr. So, ich fange jetzt einfach an, All I Want. All I want is nothing more. To hear you knocking at my door. But if I could see your face once more, goodbye, tied a little bit inside, and I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if she loved me, why'd you leave me? Just take my body, take my body. And all I want is, and all I need is, to find somebody, find somebody. Okay. Hätte ich die Frau doch noch rumgekriegt. Ja, ich meine, das Problem ist ja immer, wenn die dann erstmal weg ist, dann ist es. Ja. Aber wenn sie noch drin gewesen wäre in deinem Zimmer, hättest du sie noch rumgekriegt, glaube ich. Was meinst du? Ich fand dein Gitarrenspiel wunderschön. Dazu hast du dich schön begleitet. Wir hatten jetzt oft Leute dabei, die hätten sich lieber nicht mit der Gitarre begleitet. Aber hast du gut gemacht. Du hast auch ein schönes Gefühl. Das kannst du alles natürlich einen Ticken besser. Bisschen mehr Kontrolle in die Kopfstimme, aber dich wollen wir, glaube ich, schon weitersehen. Von mir aus mehr. Ich fand es auch schön. Was mir gefallen hat, ist einfach diese gewisse Zerbrechlichkeit, die auch irgendwo zum Mann gehört. Und die zeigst du. Ich glaube, die Welt braucht generell ein bisschen mehr davon. Und ja, du hast zwar kein Klavier gespielt, aber kriegst trotzdem ein Jahr von mir, auch mit der Gitarre. Danke. Das brauchen wir, diese Gefühle. Das fehlt bei so vielen und du hast es auf den Punkt gebracht, finde ich persönlich. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Danke. Fünfmal Ja. Fünfmal Ja sind einmal Recall. Applaus. Ich rechne auf dich. Ja, mega. Nächstes Mal mache ich Klavier dann. Wenn's versprochen. Ja, alles klar. Neue Diskussion. Danke, tschüss, ciao. Ciao. Hammer! Mit seinem Gesang und der Gitarre hat Lukas völlig unerwartet nicht nur die Frauenherzen erobert. Also ich hatte wirklich die ganze Zeit überlegt, gebe ich dem da so eine goldene CD. Also das sagt, also dass ich den fand ich wirklich ganz toll, also weil der hat mir irgendwie gut gefallen. Alle lieben Lukas, wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Recall.
Bis dahin, ciao.